Hallo zu einem weiteren Video aus dem Video-Yoga-Lebensstudio aus Bayern mit dem Thema Alles kommt zur rechten Zeit. Das Video zum heutigen Post, wo es natürlich auch andere Meinungen gibt. Doch viele Dinge, wenn man so zurückblickt, merkt man, sieht man, erkennt man vielleicht, es war genau richtig. Oder es hat etwas bewirkt, etwas gebracht. Aber wir wissen es natürlich nicht, warum gewisse Situationen kommen, wann irgendetwas kommt, dass es gut für mich ist. Oft betrachtet man die negativen Dinge und sagt man, das war jetzt der falsche Zeitpunkt, wo ich die Arbeit verloren habe. Oder diese Pandemie war zur falschen Zeit. Ja, das habe ich auch gedacht, dass es die falsche Zeit ist, weil jetzt ging es gerade aufwärts, 2020 im Januar. Ja, und dann ging es auch schon wieder genauso steil bergab. Und 2 Jahre zurückblickend sage ich, es war genau die richtige Zeit. Es hat so viel verändert, so viel bewirkt. Doch wenn man eben in dieser Situation drinsteckt, dann sieht man das nicht mehr. Wo man denkt dann, ja, der Lottogewinn, ja, da denkt man nicht, kann ich den jetzt gebrauchen oder nicht, dann sagt man, ja, nehme ich, zack, egal ob es der richtige oder falsche Zeitpunkt ist. Ja, aber die negativen Dinge, die will man oft nicht haben. Man will sie oft eigentlich, wenn man so will, niemals im Leben haben, dass man die Arbeit verliert, dass man sich trennt, dass man krank wird, das will man nie haben. Und doch kommen diese Dinge. Und oft sagt man eben, Scheiße, warum gerade jetzt? Und natürlich auch, warum gerade mir? Und im Endeffekt, wenn man bei vielen Dingen zurückblickt, ist es immer genau richtig, es hat was bewirkt, es hat was verändert. Aber natürlich auch nur, wenn man was draus macht. Wenn man leidet, sich versteckt hinter der Krankheit zum Beispiel oder hinter den Schicksalsschlägen, dann bewirkt es natürlich eher den Abstieg wie einen Aufstieg. Nun, und so kann man das vielseitig betrachten. Und es kommt halt zu gewissen Zeitpunkten und bei gewissen Dingen, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist niemals richtig. Es kommt nie, ich streng mich an, ich lerne, ich mache und mein ganzes Leben schaffe ich gewisse Prüfungen nicht, warum auch immer. Gewisse Dinge wollen einfach nicht laufen, nicht funktionieren. Und auch hier könnte man gucken, ah, Scheiße, jetzt habe ich mich so angestrengt. Aber manchmal ist es auch so, wenn man wieder zurückblickt in das Leben, gut, dass ich es nicht geschafft habe. Deswegen bin ich nämlich jetzt da und da gelandet. Und da fühlt man sich vielleicht wohl oder eben auch nicht. Es kommt drauf an. So, schlussendlich ist im Leben alles eine Lernaufgabe. Und wenn man sich ein wenig mit Bewusstseinentwicklung beschäftigt, dann erkennt man, das sind alles Lernprozesse. Es sind Aufgaben, die man zu erledigen hat. Ob man die will oder nicht. Es kommen immer Dinge im Leben, die man nicht möchte, die man auch nicht erledigen möchte, die man am liebsten wegschicken möchte, wie die Steuererklärung, den Steuerbescheid, wieder zahle, ich warte nochmal, ich warte nochmal, aber man merkt, man kann gewisse Dinge irgendwann nicht aufschieben. Und im Leben ist es auch so, die kommen dann und der Mensch guckt nicht hin, zum Beispiel, denn manchmal sind die Dinge ja schon da. Also ich rede immer von den negativen Dingen, weil die positiven, die will man einfach mitnehmen. Ja, man einen tollen Partner kennenlernt, nimmt man mit, fragt man nicht, ist jetzt richtig, sondern ja, passt, nehme ich. Oder den Lottogewinn eben. Oder die coole Arbeit, wo man 50.000 im Monat verdient. Das nimmt man. Wow, super, cool. Wenn die wenigsten denken danach, ist das jetzt richtig? Passt das überhaupt? Schaffe ich das? Kann ich das? Sondern gute Dinge nimmt man oft mit, nicht ausschließlich natürlich, und die negativen will man nicht. Und doch, schlussendlich ist es irgendwo immer der richtige Zeitpunkt, nämlich genau jetzt, wo es kommt. Denn wer bestimmt denn auch den richtigen Zeitpunkt? Das definiert ja oft auch nur das Ego, das Ich, wie auch immer man das nennen mag.
und das sagt, jetzt passt mir das, jetzt passt mir das nicht. Das Leben interessiert es nicht, das Karma auch nicht, Gott auch nicht, der schickt es einfach und fertig, jetzt musst du das machen und zack. Oh. Und im Endeffekt ist es auch egal, ob es zur richtigen Zeitpunkt kommt oder nicht, sondern die kommen, wenn sie kommen. Und wie schon erwähnt, manche Dinge, da kann man sich anstrengen, wie man will, üben, wie man will, machen, wie man will, und es wird nichts. Man kann sich 500 Mal im Kreis drehen, 3 Mal hochhüpfen, es funktioniert nicht. Ums Verrecken nicht, kann man nichts machen, weil es vielleicht nicht richtig ist. Vielleicht soll es nicht sein. Und dann wird man vielleicht traurig, depressiv, missgestimmt, weil gewisse Dinge nicht funktionieren. Doch manchmal ist es einfach, wie es ist. Und diese Unterscheidungskraft kann man zum Beispiel mit Yoga entwickeln, wo man immer mehr erkennt, ja, das ist richtig oder nein, da müsste ich noch was tun. Oder das andere muss ich einfach ertragen, das ist halt so. Oder ich weiß nicht, was ich tun soll, also muss ich es irgendwie bewältigen. Ja, denn wir würden nie überblicken können, was es alles gibt, warum gewisse Ereignisse ins Leben treten. Und das ist einfach das Leben. Das ist, da wir nicht den Überblick haben, in der Chefzentrale, irgendwo in himmlischen Regionen, müssen wir einfach leben und das Leben nehmen, wie es kommt. Und dann ist es schlussendlich immer richtig, denn es kommt und dann ist es da und dann ist es immer so, wie es ist. Also schlussendlich immer der richtige Zeitpunkt. So, ja. Und auch hier, wie man sich auch dreht und wendet, man könnte es auch weglassen. Es kommt einfach und dann ist es da und dann tut man was. Fertig. Denn das Leben, das weiß der ein oder andere mittlerweile schon, kann man nicht kontrollieren. Ums Verrecken nicht. Man kann sich anstrengen, wie man will. Planen, wie man will. Koordinieren, wie man will. Es lässt sich nicht wirklich planen. Nur verplanen. Ja, das war so ein kurzes Video zu dem Post heute. Es kommt, wie es kommt. Alles kommt zur richtigen Zeit. Und das Einzige, was man wirklich tun kann, ist, dass man sich nährt, kräftigt, sich um sich kümmert, sich wie auf einen Wettkampf, einen Abenteuerwettkampf vorbereitet, und dann weiß man aber nie, was kommt. Aber man hat trainiert, man ist gewappnet und dann kann man da durchgehen. So wie ein Boxer, der studiert zwar auch seinen Gegner, aber er weiß nie 100%, wie der gerade drauf ist, was er für neue Taktiken macht. Und so muss man immer direkt im Kampf schauen, was mache ich jetzt, welche Technik. Sagt dann der Trainer, du musst das so und so machen, der kämpft dort ganz anders. Das ist ja im Sport auch genauso. Macht man es doch ebenso, weil man nie genau weiß, egal wie sehr man den anderen studiert, was der da macht. Weil der kann ja auch im Geheimen irgendwelche Techniken trainieren, das kriegt man gar nicht mit. Und ja, das ist dann so wie die Überraschung im Leben auch. Es kommt alles, ist richtig, zum Lernen, diese Überraschungsmomente im Leben. Und die guten, wie gesagt, die steckt man schnell weg. Die negativen, da hat man zu knabbern, aber eben auch dran zu lernen. Nun, wieder ein Video von den über 500 auf meinem Kanal. Ihr könnt euch gerne ein Abo besorgen, kostet nichts. Alle Videos auf YouTube anschauen. Ihr könnt auch auf meiner Website schauen, www.kraftundenergie.com. Und ist ausgeschrieben und alles klein und zusammen. Da stehen viele Texte drin. Und da mein Yoga-Magazin jetzt alles überarbeitet ist, werde ich an der Website noch ein bisschen feilen, ausbauen, Texte einbauen. Und so könnt ihr euch viele Dinge anhören in Videoform oder lesen in Textform oder in meinen Heftchen als Berichte und zum Sammeln. Nun, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal und bis bald. Tschüss.